Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Cry of Fear. So, warum leckt das gerade? Hallo, ich bin so gut, okay. Von da sind wir ja gekommen, oder? Sind wir von da gekommen, oder? Ah ne, da müssen wir ja rein, stimmt. Oh, ich hab war gerade total verwirrt. So, wir speichern auch hier drin noch einmal. Ne, damit wir das haben. Oh oh, eine an die Wand gelehnte Lampe, die ohne Stromkabel funktioniert. Das ist kein gutes Zeichen. Was soll der Scheiß denn jetzt? Kann ich noch speichern? Ja, ich weiß, es lohnt sich so gar nicht zu speichern, aber ganz ehrlich, ich bin speichersüchtig. Will ich sagen. Klammert einmal. Ja. Ja, läuft bei dir. Läuft noch mehr bei dir. Ich darf halt auch weiter. Und jetzt gehe ich wieder durch diese Tür. Du dauernd Batsch, bist du voll bekloppt? Bist du bekloppt? Warum? Bist du bekloppt? Skeleton? Nein. What do you think? Do you like this? Nein. You do know anything. Der Scorch ist leicht beängstigend. If you just could understand. I never wanted this. Oh, 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 ist das lustig. Ha, ha, ha. Ha, 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 ist das lustig. I just want you... You die, just die. Oh mein Gott. Was ist das? Nein, lass das. Hör auf dem Scheiß, Junge. Ich bin tot. Es war so klar. Oh Gott. Das ging jetzt aber schnell. Ne? So, bla bla bla. So, Tür verschlossen. Genau. Zack, hier durch. Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall vorher eine Spritze reinjagen, weil sonst schaffe ich das sowieso nicht. Ne? Nur schon mal. Mal eben schnell vorab. Weil sonst schaffe ich das nämlich eh nicht und weil da habe ich viel zu wenig. Okay, das kann man schon. Okay, ich gehe erstmal. Hallucinations? Am I going insane? Shit. Chapter 3. The city is not safe. Ja, Kapitel Nummer 3. Die Stadt ist nicht sicher. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Kein Tonband? Willst du mich verarschen? Ich habe keinen Bock, das alles normal zu machen. Hier vielleicht irgendwie Tonband, ähnliches Zeug? Nein.
Oh mein Gott. Die Stadt ist also auch nicht mehr sicher. Wer hätte es gedacht, nachdem wir jetzt schon alles durchgemacht haben. Und ein Tonband und eine Spritze und einmal speichern. Dankeschön. Boah, bin ich froh darüber, dass wir speichern konnten. Okay, da haben wir nichts mehr liegen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Are you okay? You better come home now. I'm getting worried. Kleinen Moment. So. Ach ja. Oh, guten Tag. Mein Name ist Franz Peter. Und deiner? Ich bin Simon, hallo. Ich bin dein bester Freund. Lass den Scheiß. Immer diese kleinen Hampelmänner überall. Kommen wir hier rein? The door is locked. Okay. Sie ist verschlossen. Ach. Okay, ich habe gerade herausgefunden, so können wir also anvisieren. Das ist natürlich auch geil. Das ist relativ ungeil. Hallo. Ja. Bevor ich da jetzt lang gehe, ne? Das sieht mir fast sogar leicht vertrauenserweckend aus, als so eine komische Pflanze da. Deswegen seid mir nicht böse, ich gehe jetzt erstmal hier durch. Oh Gott. Oh moin. Alter. Weißt du, wie ich der reingezogen habe? Und der steckt einfach weiter auf mich ein. Das interessiert den gar nicht, dass er schon zwei Kugeln im Kopf hat. Das juckt den nicht. Aber es sieht recht richtig aus, wo wir hier lang gehen, weil... Ja, warum eigentlich? Munition für die... Shotgun. Die gute alte. Okay, lasst bitte diesen Scheiß. Okay, lass das einfach sein. Du musst sowas nicht tun. Oh, was für ein Süßer. Alter. Ah, jetzt. Okay, dann mal eben speichern. Und dann weiter durch den Tunnel. Obwohl, warte mal, das hier reicht eigentlich auch. Oder, warte mal, wir haben jetzt wieder Shotgun-Muni, ne? Ich möchte die wieder haben. Da ist nix. Hallo, moin. Sag bitte erstmal Hallo, bevor du angreifst. What the fuck? Fick dich. Spacken. Zack. Okay, eins sag ich ganz ehrlich mal, die Shotgun bringt so überhaupt nichts. Ganz ehrlich, die Shotgun bringt mal so gar nichts. Ist ja cool, irgendwie eine Shotgun, ist ja irgendwie schon cool, aber irgendwie, ganz ehrlich, die bringt gar nichts. Geh kaputt. Hallo, ich habe gesagt, geh kaputt. Sehr gut. Bam. So,
der ist weg. Sehr geil. Kein Tonband? Nein. Nein, so gar nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schönen guten Tag. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei, hier reinzugehen. Nämlich wegen dem da, wegen meinem guten Kumpel hier. Wegen dem ich gleich tot bin. So, erstmal jetzt gerade, bevor wir weitergehen. Oh, eine kleine Spritze in Arm. Zack. So, und dann geht's erstmal weiter. Moin. Irgendwoher kenne ich dich, ne? Lass den Scheiß. Nichts, gar nix. Auch nix. Okay, dann machen wir da. Ein Tonband. Jetzt besprechen wir über das da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es tut mir leid, aber ich weiß, was jetzt kommt. Deswegen seid mir nicht so böse, aber ich zeige das vorher einmal ganz kurz, ne? Ich möchte das einmal zeigen. Wir haben ja gespeichert. Das kommt jetzt. Und der kommt dann und jagt und ich will uns umbringen. Also, nur mal eben schnell zu zeigen. Ne, jetzt keine Sorge, jetzt laufe ich auch weg, weil man muss da weglaufen. Was anderes hilft da gar nicht. Nur so schnell zu umbringen. Schön, dass er erstmal eine Ecke hängen bleibt, der Gute. Und schön, dass er jetzt schon keine Power mehr hat. Das ist natürlich immer gut. Junge, lauf doch mal! Wissen Sie, das war immer Arsch, weil der Typ nicht läuft. Junge! Lauf doch endlich mal! Typ hat uns ja weit verfolgt. Jetzt beim Ernst ist er einfach nur lang gegangen. Lang geschlichen vielmehr. Und er hat uns einfach so nicht bekommen. Alter, das ist ja... Es ist ja scheiße. Das ist ja langweilig jetzt. Das ist ja völlig... Oh, wollte ich gar nicht. Das ist ja völlig unspektakulär jetzt gewesen. Da kommt jetzt noch irgendwas Spannendes. Aber nein. Wir sind langweilig. Oh, moin. Oh. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie lang. Guten Tag erstmal. Ich bin vom Ordnungsamt. Man darf hier nicht in der Gasse hängen, das ist nicht... Man soll hier nicht einfach so rumhängen, das könnte gesundheitsgefährdend sein. Oh moin. Geh doch mal weg, Junge. Junge! Scheiße. Hat er mich doch noch erwischt. Egal. Siehst du, seit das könnte leicht, aber da kommt ja noch einer, zwei, ja noch. Das könnte ja leicht gesundheitsgefährdend sein, rumzulaufen. Siehst du, zack, weg. Dann wechseln wir wieder darauf, weil Munition und so sparen, ne? Oh mein Gott. Nein. Ach du Scheiße. Geh weg. Geh weg. So, jetzt reicht's mir. Jetzt kommt wieder die Knarre. Scheiße. Okay, Magazin ist immer gut. Mehr ist hier nicht. Okay, mehr ist da nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, und jetzt entlasse ich euch jetzt schon in den Endscreen, denn wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder von Let's Play Cryo 4. Bis zum nächsten Mal. Ciao.